So. Dann der nächste kommt mir mit Gesteins-Pokémon, also genauer gesagt Kleinstein und Onyx. Da haben wir doch unseren Whitey für. Seitdem wir eine Aquaknarre haben, sollte das dann nochmal ein gutes Stück angenehmer sein. Das mit einem Blubber. Und die Aquaknarre macht schließlich doppelt so viel Schaden wie der Blubber. Kriegt unser Whitey gleich Level 15. Und dann kommt noch ein Onyx. Ja, da bleiben wir auch gleich drin. Mal schauen, ich kann es ja eigentlich mal so einrichten, dass ich unseren Whitey dann direkt auf Level 16 bringe. Ich brauche den langsam mal als Shillock. Kurz bevor ich den Mondstein kriege, kommt mir noch ein Zubat entgegen. Gut, den Mondstein brauche ich bis jetzt nicht wirklich. Ich habe keinen Nidoran bekommen. Pipi und Pummeluff habe ich auch nicht bekommen. Also ist der momentan eher überflüssig. Ein Paras. Viele Pokémon. Ich will doch nur den Beleber da oben haben. Ich brauche den zwar in der Nestlock nicht, kann man so schön verkaufen, also liegt eigentlich nur Geld rum. Das hat auch seinen Vorteil, wenn man keine Beleber braucht, das spart einem eine Menge Geld beim Einkaufen. Die Dinger sind ja schließlich gar nicht mal so billig. So, der Rocket hat glaube ich ein... War das der mit dem Radikal? Ah nee. Das Radikal war, das hatte er glaube ich nur in der gelben Edition. Allen anderen waren es eine Radfratzen noch irgendwas. Oh, der kann überzahlen. Das macht ganz schön Schaden. Und der kriegt von meiner Aquaknarre viel zu wenig. Ich habe nichts da, was ich in einen... Nee, ich habe nicht wirklich was da, was ich in den Hyperzahn reinwechseln würde. Anders übrig und er macht doch zu viel. Oh, Gott sei Dank, dass der keinen Hyperzahn gemacht hat. Und Gott sei Dank, dass das gereicht hat. Ein Sandan kommt noch rein. Haben wir noch irgendwas, was effektiv gegen einen Sandan ist? Bleibe ich einfach drin und gebe unserem Whitey mal schnell den Trank, weil ich weiß nicht, ob ich den mit einer Aquaknarre one-hitten kann. Ach, Sandwirbel, okay, damit komme ich noch klar. Also dann, bitte triff einfach. Ja. Ein Igler, okay, der interessiert mich nicht. Einmal treffen, Whitey. Danke. Also war klar, dass das nicht ganz reicht. Und wenigstens macht der keinen Schaden. ...258 EP, und dann haben wir das zumindest schon mal geschafft. Und dann entwickelt sich unser Whitey jetzt.
ist unser Whitey jetzt ein wunderschönes Shillock. Ich mag Shillock aus der gesamten Evolutionsreihe von Shiggy am liebsten. So, wir müssen jetzt nach vorne. Swati und Marvin sind noch am wenigsten trainiert von allen. Ja, dann packen wir die doch mal nach vorne. Das nutzen wir jetzt mal schnell aus. An dem können wir uns nämlich schön hochheilen. Volltreffer. Hui. Glück gehabt, das hat mich jetzt beinahe ein paar Heiler gekostet. Der haut noch mal daneben, wie nett. Okay. Dann haben wir unseren Swati zumindest hier schon mal wieder gratis hochgeheilt. Und noch ein bisschen EP dazu bekommen. Okay. Nächster Rocket. Nach diesem Zubat zumindest. Gegen Radfratz kann ich keinen Erstauner benutzen. Oh, hör mal lieber damit auf. Ich weiß, dass du schon Hyperzahn kannst. Ich weiß jetzt nicht, was ich da am besten reinwechseln soll. Aber mit verringerter Def will ich Swati da auch nicht drin lassen. Verteidigung hat unser Marvin 17. Wie viel hat unser Whitey? 30. Okay. Ich hole einfach mal unseren Whitey rein. Ich will hier nichts riskieren und ein Hyperzahn könnte mich one-hitten. Whitey ist jetzt auch schneller als ein Radfratz, das ist schön. Oh, und er macht einen Volltreffer mit der Aqua-Knarre, das ist sogar noch schöner. Oh, da kommt ein Zubat. Dann schauen wir mal, ob wir das mit unserem Swati kaputt kriegen. Es ist momentan noch eine ziemliche Qual mit unserem Swati überhaupt irgendwas zu reißen. Einfach schon, weil der keine anständigen Attacken kann. Ich meine, beide seine Attacken haben, also Erstauner hat eine Stärke von 30, Blutsauger hat eine Stärke von 20, beide haben keinen Step. Ja gut, die Verwirrung hat sich trotzdem irgendwo noch gelohnt. Wirklich brauchbar wird unser Swati erst, wenn Level 21 erreicht, dann kriegt er seine erste Step-Attacke. Nämlich den Flügelschlag. Der lernt kurz davor zwar noch den Biss, aber das ist hier noch eine spezielle Attacke und ich will's mal nur so sagen. Sein Angriff ist ein gutes Stück höher als sein Spezialangriff. Der Biss wird zwar dann trotzdem seine stärkste Attacke erstmal sein, weil die einfach mal doppelt so gut ist wie der Erstauner.
Aber gut. Allzu viel mehr Schaden wird dabei auch nicht rumkommen. Ein Slimer. Okay. Komm schon. Triff bitte. Oh. Okay. Dann schauen wir einfach mal, wie viel Schaden ein Erstauner macht. Ich glaube nämlich nicht, dass das allzu viel sein wird. Ja, dachte ich mir fast. Ich packe einfach mal den Marvin hier rein. Er kann zumindest mit seinem Furienschlag ein bisschen mehr Schaden machen als... ja, sofern er mal öfter als zweimal treffen würde, zumindest. Oder überhaupt treffen würde. Mensch, Marvin. Ach komm, Marvin. Zweimal hintereinander. Muss doch auch nicht sein. Okay. Whitey ist der Einzige, der speziell angreifen kann. Und ich will jetzt nicht ewig an dem Viech rumkloppen. Und Slimer ist in beiden Verteidigungswerten noch gleich stark. Kriegt wenigstens unser Sortie Level 15. Ein Voltoball. Da wechsle ich doch lieber mal aus. Kriegen wir das mit Valley hin? Also ich weiß, dass das Viech noch keine Elektroattacken hat, aber... Ach komm, ich mach's mit Kali. Das Viech kann noch keine Elektroattacken außer Ladevorgang. Sollte nicht so viel passieren. Also ich hoffe es jetzt zumindest mal, dass das noch keine kann. Er kommt zumindest mal nur mit Tackle an. Ja, das sieht gut aus. Und auch keine Statik bekommen. Und Smoggern kommt hier rein. Mein ganzes Team ist mittlerweile ganz schön gedamaged. Ich bleibe einfach mal mit Kali drin. Smoggern hat eh hauptsächlich nur eine gute Verteidigung. In den anderen Werten ist das jetzt nicht allzu gut. Aber es kann Smog. Es hat eine ziemlich hohe Chance zu vergiften. Tut's aber zum Glück nicht. Zum Glück geht die Attacke auch relativ häufig daneben. So, wenn er mich jetzt vergiftet, wäre es mir auch schon fast egal. Tut er aber auch nicht. So, dann kriegt die Kali noch ihr Level 17. Das ist sie zumindest schon mal fast ein Tauboga. So. Okay, jetzt haben wir die große Entscheidung. Helix oder Domfossil? Wollen wir ein Ammonitas oder wollen wir ein Kabuto? Beziehungsweise Amoroso oder Kabutops. Beides Wassergesteins-Pokémon. Das eine eher physisch, das andere eher speziell. Ich würde mal sagen, wir machen ein auf Praise Helix. Kleinstein entgegen. Und hier mein Gegengift. Und dann sind wir zumindest schon mal aus dem Mondberg raus und immer noch ohne Tote. Das ist doch auch schön. So, hier gibt's Mega Hieb und Mega Kick. Schauen wir doch einfach mal. Wer kann's denn lernen? Fight und Whitey.
Veit hat zumindest schon mal eine ordentliche Step-Attacke. Ich muss mal schauen, wer kann in dem Mega-Kick lernen. Auch die beiden. Sollen wir oder sollen wir nicht? Das ist die Frage. Einerseits hätte ich gerne eine nette Normalattacke für die beiden. Oh gut, Moment. Wir geben Fight jetzt einmal mal den Mega-Kick. Und machen... Ja, machen wir den Fußkick dafür weg. Wir brauchen nur eine Kampfattacke. Und geben White hier dann einfach den Mega-Hieb. Dafür machen wir den Routenschlag weg, würde ich sagen. Dann gibt es hier irgendwo noch Bären oder sowas. Ja, hier gibt es eine Himbeere. Wofür immer die jetzt nochmal gut war. Dann mit dem Briller. Ja, dann gehen wir wohl nach Azuria City. Oh, wieder einen kleinen Abschnitt unserer Reise geschafft. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz was schauen. Nämlich... Okay. Auf Route 4 haben wir noch kein Pokémon gefangen. Auf Route 3 schon. Das heißt, wir dürfen hier noch. So. Darf der Marvin-Ball nach vorne. Dann schauen wir mal, was uns hier entgegenkommt. Wenn es hier überhaupt noch irgendwas gibt, was wir noch nicht haben. Oh, ein Sandan. Das ist zumindest mal nett. Das können wir mit Giftstachel auch schön schwächen. Das ist gut. Sandan wäre cool. Wenn wir ein schönes Sandama. Das ist vergiftet, dann schauen wir mal, dass wir die Pokebälle werfen. Wir müssten ja noch welche haben. Ja, wir haben noch 5 Stück gepasst. Das war ein Männchen, ne? Wie nennen wir den denn? Ach, das wird unser Kenji, der darf ja auch mal hier wieder mit dabei sein. Mal schauen. Vielleicht kommt er ja irgendwann noch ins Team. Ich weiß noch nicht. Momentan will ich mich nicht wirklich von irgendwas trennen, was ich hier drin habe. Mit Sandan hätte ich zumindest ein Pokémon, das eine gute Verteidigung hat. Aber das müsste ich erstmal wieder gut nachtrainieren. Das einzige Pokémon, das sonst eine gute Verteidigung hat, ist unser Baiti. Der steht dann mit 30 und 32 Punkten echt gut da. Marvin hat zumindest eine gute Spätzle.
kann die beide einigermaßen okay, aber nicht unbedingt gut. Und Sorti, ja gut. Mit Sorti kann ich leider noch nicht wirklich so viel anfangen. Aber ich lasse den jetzt erstmal in der Box. Sonst muss ich erst wieder so viel nachtrainieren.